Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LS22 auf der schönen Nordermarsch. Jo, ich habe ja gesagt, da hinten müssen Eier hin. Da hinten zu unserem Hufladen. Das heißt, wir brauchen in dem Falle, muss ich nochmal aussteigen. Muss ich Schläuche abmachen. Klick. Wir brauchen die Palettengabel. So, wo habe ich die denn? Da vorne. Da vorne. Da wäre natürlich ein kleiner Hoflader schön. Okay, dann würde ich sagen, holen wir mal die ersten Eier. Eier, Eier, Eier. Hühner sind hier. Ein paar Eier sind ja schon drin. Oha. Theoretisch hätte ich die auch mit der Hand nehmen können, eigentlich, ne? Oder? Kann ich die mit der Hand nehmen? Ja, kann ich. Also, ich habe jetzt nicht starker Mann drin, aber ich meine... Guck mal, wir haben jetzt 217 Eier. Gehe ich jetzt einfach mit. Also, es ist so. Also, das ist so, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Wir bekommen gleich das Geld komplett für diese Eier gutgeschrieben. Aber der Abverkauf dauert ein bisschen. Also, ihr könnt jetzt... Nee, oh, scheiße. Ihr könnt jetzt nicht hier 5000 Eier reinpacken und das ist jetzt die Geldzählmaschine. Nee, nee. Also der Hofladen ist dann schon... Soweit ich weiß, muss ich die hier hinpacken. So, seht ihr? Na? Und wir haben jetzt 463 Eier bekommen. Schon Eier. Euro bekommen für die Geschichte. Aber es dauert halt, bis die abverkauft werden. Ich wüsste, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt... Das sieht gut aus. Ja, das Gleiche wird für Milch sein. Das Gleiche wird ja für Milch sein. Könnten wir auch noch mal testen. Wollen wir das testen? Wollen wir das mal testen? Wir haben ja ein bisschen Milch drin. Wir müssen ja noch wir müssen ja noch Ballen pressen. Pass auf, wir machen das, aber dafür brauche ich ja... Wartet mal kurz. Gab es nicht einen Handwagen? Das wird da natürlich echt Sinn machen, ne? Tierhaltung. Na, das ist der, den kann ich nur im Anhänger. Ah, es, ich weiß, es gab mal was, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt schon drin ist oder als Mod weiß ich, dass es ein Handkahn gibt. Ich weiß, dass es einen Handkahn gibt, aber den habe ich hier. Ist der österreichische Mod. Hol ich den mal rein. Mache ich mir mal. Aber komm, wir testen mal. Wir schwingen uns mal hier rauf auf den Hubel und dann holen wir uns mal eben fix den Wagen hinten raus. Das möchte ich schon mal gerne testen. Obwohl, wartet mal. Das könnten wir auch mit unserem... Da muss ich hier nicht das Gedöns abbauen, ne? Pass mal auf. Wo ist denn unser... Wo habe ich denn unseren Fendt? Also unseren kleinen, unseren drei... Ja doch, wir haben ja bloß... Ist der, habe ich den hier wieder geparkt oder wo habe ich den hingestellt? Nee, da habe ich ihn nicht geparkt. Wo habe ich denn unseren Fendt? Ah, guck, der steht hier sogar schon. Ah, ja, genau, genau, genau. Da steht einer Futtergeschichte. Nee, den. Ah, ab, ab und ab. Da war doch was. Ah, wie gesagt, auch hier fehlt mir irgendwie ein kleines Vehikelum. Da fehlt mir irgendwie ein kleines Vehikelum. Also, ich muss mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Ob ich hier überhaupt so ab... Ah, dich daran. Überhaupt abladen kann. Damit so abladen kann. Keine Ahnung.
Aber ich bin halt ja auch gespannt. Aber, aber ich glaube, das ist schon ganz okay hier mit dem kleinen Lädchen. Mal, wenn ich so ein Pack schon kaufe, müssen wir ja wenigstens ein bisschen was reinnehmen. Ich werde da gleich ein bisschen kreuz und quer fahren. Der Viehwagen stört ja auch so ein bisschen. So, ich glaube, das kann ich so machen. Brauche ich die Tür nicht auf? Das sind 2000 Liter. Ich muss mal gucken, ob das auch stimmt, ob ich dahinter fahren muss oder ob ich auch hier vor mich stellen kann. Ich teste das mal. Okay, also hier funktioniert das nicht. Oh ja, damit rückwärts ist hart. Warte, erstmal muss ich raus. So. Ich fahre einfach mal über Stock und Stein. Oh, doch, da war was. Da war was. Aber ganz schön weit weg, oder? Pass auf, wenn man mal hier Milch überlade. Da haben wir es doch. War auch nicht mit R, sondern... Okay. Okay, gut. Ja, das ist doch schön. Also, ich weiß, wie gesagt, man kann Eier dahinter stellen. Aber da schon gleich ein bisschen Kohle dazu bekommen. Dann würde ich sagen, parke ich das Ding jetzt so, wie es ist, erstmal hier. Das ist ja eine Kühlgeschichte hier. Da passiert nichts mit der Milch. Und dann würde ich sagen, mach den mal aus. Den können wir da... Mach den bitte mal aus. Danke. So, sehr schön. Na gut, dann hätte ich den tatsächlich zurücksetzen können. Dann geht das hier vorne auch. Ich dachte, man kann das nur hier hinten hinstellen. Aber nee, geht dann auch. Dann würde ich... Ich glaube, ich würde den dann nochmal umsetzen hier vorne an die Kante oder so. Weiß nicht. Oder wir lassen ihn hier stehen. Jo, unser erster Hufladen heute. Finde ich nicht schlecht. Finde ich ganz okay. Gibt noch größere, noch hübschere, in Anführungsstrichen. Aber machen wir. So, da sind wir immer noch bei 95%. Und wir wollen jetzt heute Ballen pressen. Da. Auf wie geht's? Ich habe hier schon angekuppelt. Habe ich schon angekoppelt? Ist alles dran? Ich hoffe. Und dann geht das los. Ballen pressen. Und dann aufladen. Mal gucken, wie viel das sind. Denke ich, mache ich dann, fange ich wieder manuell an und oder dieses Autoload manuell switching und dann dann müssen wir mal gucken. Dann gucken wir mal, ob ich ihn sonst alleine fahren lasse. Obwohl, da sind nicht so viele Ballen, ne? Die meisten Ballen werden ja im Ding sein. Ja, da ist natürlich die Frage. Ich meine, der Anhänger ist cool, aber da haben wir natürlich Probleme mit unserem Ballengedöns, ne? Na, wir gucken. Da haben wir ja schon Erfahrung mit. So. Zack. Muss mal gucken. Wir können... Wie kann ich Ballenzähler zurücksetzen? Alt X. Okay. Insgesamt hat die Maschine 143 Ballen gemacht. Ich hätte schon gedacht, das wäre mehr. So, mach den mal an und dann fährst du mal los, ne? Ich weiß nicht, was wir drin haben. Kann sein, dass der vielleicht noch einmal eine Silage macht. Das kann natürlich sein, weil noch vielleicht Gras drin ist. Nein, als Y. Ah, ich mache mal manuelle Geschichte, damit ich mir die Dinger nicht vor die Füße schmeiße. Ja, ist natürlich auch eher mal eine größere Ballenpresse. Wäre schon super geil. Also die größere Ballen macht, ne? Jetzt die Standard 125er, meine ich. Ah, das macht er schon automatisch. Das ist auch gut. Das macht er sogar automatisch. Ja, dann machst du so und dann machst du so.
hier der zweite, dann passt das schon. Jo, der kleine Hoflädchen. Super. Freut mich, freut mich. Ich weiß auch gar nicht, können wir das eigentlich unter Produktionen, glaube ich, nicht, ne? Ne, da wird es nicht aufgeführt. Das wäre dann halt. Ja. Jo. Ja, ich finde es nett, ist ein nettes Gimmick. Und wie gesagt, es dauert einen Moment, bis das dann abverkauft ist. Also es ist nicht. Wenn wir jetzt noch Milch hätten, hätte ich die da nicht mit zupacken können. Ja, man kriegt zwar gleich das Geld, aber es dauert jetzt halt einen Moment. Also wir sind in Vorkasse gegangen. Aber da wir noch nicht so viele Milchkühe haben, dass sich das so lohnt mit dem Hin- und Hergeeier. Ich meine auch, obwohl das letzte Mal kam ganz gut Geld rüber, ne? Ja, Sonnenblick haben wir eigentlich ganz gut Geld gemacht. Das war jetzt doof. Du müsstest am besten einmal. Ja, ich weiß. Ist bis jetzt aber einen richtig großen Bogen gefahren. Naja. Ich glaube, hier können wir die Ballen, die wir hier pressen, tatsächlich so manuell aufladen. Ein bisschen Spaß haben. Da ja, funktioniert dann schon, oder? Ja, noch ein Stück. Auf Automatik noch? Ach so, weil ich Y gedrückt habe. Ja, genau. Z ist das ja, meine ich, ne? Abladen. Verwechselt das immer. Der verwechselt es immer. So, dann fahren wir hier noch einmal rum. Pidi-bum. Ah, ah, ah. Zurück. Zurück. Jo. Ja, und 12.000, denke ich, ist auch okay. Ich finde den ein bisschen, der passt ein bisschen cooler hin als jetzt dieser Marktstand, weiß ich nicht. Der finde ich nicht so hübsch hier. Aber da würde es sich natürlich, das würde sich natürlich lohnen, wenn wir uns Treibhäuser kaufen. Oder was heißt lohnen, aber Treibhäuser kaufen und da vielleicht so einen Gemüsestand hinstellen. Ja, ich meine, man kann es auch so einstellen, dass der das automatisch verkauft, aber ich finde das ein bisschen schade. Ein bisschen. Ich meine, das kommt ja schon gut rüber. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist denn. Kann man machen. Die Reste hole ich gleich. Ja, also das können wir gleich schön manuell hier verladen. Dann fahren wir das auch manuell weg hier. Das Feld machen wir richtig schön gemeinschaftlich. Können wir mit unserem Waldrahmen machen, ne? Ja, hat ein Handgewicht noch dran? Ja, habe ich ja alles. Nehmen wir wieder die Linksgabel. Die war ja ganz gut eigentlich dafür. Zack. So, Spuck aus, das Ding. Oh ja, ich hab's immer noch mit den Tasten. Ist ja für mich der gleiche Tag. Ich bin ja nur gleich in die nächste Folge gesprungen. Immer noch ein bisschen durcheinander hier. Warum auch immer. Hast du wieder zu rickelig genommen, die Kurve, ne? Ja, ja, ja. Ja.
Was ist eigentlich hier so kaputt? Die Presse hatten wir doch vor dem Winter repariert, oder? Bin ich da falsch vor? Ich drückst du die falsche Taste. Oder ist unser Glas schon wieder so kaputt? Dann würde ich den nämlich einmal reparieren wollen. Tun. Gerne. So, Spraus. Weiter geht das. Ja, da kann ich den hier gleich einmal mit Autodrive losschicken. Genau, ich schicke den mit Autodrive gleich nach Hause. Dann kann ich den Valtra schon mal fertig machen. Den können wir dann auch hierher schicken. Und dann holen wir den. Schicken den dann auch mit Autodrive. Und können mit dem Valtra, wenn der hier ist, schon mal hier die Dinger zusammenschrubbeln. Wieso machen wir das? So, jetzt noch einmal außen rum, korrekt? Die Reste einsammeln. Aber wenn das hier nicht ganz so sauber ist, komme ich mir klar. So, hier sollte das eigentlich gut sein. Haben wir noch, vielleicht sollte ich für diesen Long noch mal auffüllen in unseren Tank, in unseren Hoftank. Weil wir haben ja Geld, ist ja alles gar kein Problem. Im Moment sieht das ja richtig gut aus. So, warte ich noch ein bisschen. Ah, okay. Es ist natürlich noch wieder was drin, ist klar. So. Dann sag ich mal Autodrive auf Parkplatz 1. Das fängt ja schon gut an, Kollege. Ich sehe wieder nichts. Super. Eieiei. Pass mal auf, ich fahre den mal hier hin. So. Machen wir mal den Valtra klar. Moin, Waldi! Moin! So, erstmal hier die. Wie sieht das bei dir aus? Sprit ist noch okay. Ich hoffe, dass das kleinere Heckgewicht jetzt. Ah, nee. Das kleine Heckgewicht reicht. Das würde ich jetzt das 900 Kilo Gewicht. Ich denke, ich meine, wir haben ja auch noch. Stopp. Wir haben ja auch noch. Noch unsere Radgewichte drauf, ne? Sprit haben wir genug drin, das ist okay. So, fahren wir mal los. Fahren wir mal los. Ist ja keine Silagegeschichte, nee. So, mal sehen, wo unser Glas angehobelt kommt, wo der ihn lang schickt. Aber der wird sich schon melden, ne? Der wird sich schon melden. Schickt den Autodrive wieder über die halbe Map.
die ganze. Am. Am was? Am Dick. Dick würde ich sagen, heißt Deich. Auf Plattdeutsch. Also Dick, das Wort im Plattdeutsch. Jetzt mal so gefühlt. So. Kann man schon mal ein bisschen zusammenholen hier den Kram. Gucken wir mal. Oh, eieieiei, jetzt aber ein bisschen Obacht. Ich würde sagen, ich stelle die hier Sachen mal hier vorne hin. Also groß ist das Feld ja eigentlich nicht, aber... Aber von hinten an und holen die Sachen von hinten nach vorne. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Müssen wir gleich mal gucken, wie viele Dinger das sind. Wie viel Ball. Weiß ich, war unser erster Auftrag, war das nicht, wo wir hier Ballen gemacht haben, auch für die Biogasanlage Heuballen? Und da habe ich mich ja noch, musste ich ja erstmal rausfinden, dass man sich das Ding kaufen muss. Da war doch was, ne? Ah ne, stell dich die mal nebeneinander. Den dann nämlich auch noch mit zu. Kann ich schön von der anderen Seite nämlich ranfahren und die Dinger verladen. Darf ich nur nicht zu dicht ranfahren, weil sonst macht er das Autolot gleich. Pauschal. Das wäre denn doof. Ah, da ist da. Das ist gut. So, auf den hüpfen wir da einmal schnell rüber. So. 12 Ballen. Boah, das ist ja nun nicht so schlimm. Die haben wir ja fix verladen. Oha, dies war eigentlich unser Anhänger. Ich glaube, den muss ich... Oh, den muss ich noch einmal umbauen, ne? Ballenpresse, die kann man schön parken. Die fahre ich hier wieder rein. Das ist der Hofplatz nachher wieder so voll. Dass ich den Düngerstreuer da so kacke hingestellt habe. Sehe nix. Ah ja, eine Werkstatt gibt es übrigens in dem neuen DLC auch. Ist auch nicht schlecht. Hat ungefähr die Größe wie die hier, die wir auf der Map haben. Also so ein Verkaufsdings. Oh, warte, ich muss jetzt den Düngerstreuer einmal wegfahren. Weil ich sonst da nicht rankomme zum Umbau. Den hat er etwas schade geparkt. Ach, da steht ja auch schon an. Scheiße. Egal, wir stellen ihn erstmal hier ab. Kommt hier einmal hier abstellen. Nein. So. Ups. Aber guck mal, ich werde mal... Na, das kann ich ja gleich machen, wenn ich ihn repariere, dann... gleich im Dings bin, dann repariere ich gleich den Glas. Er ist ein bisschen kaputt. Ein kleines bisschen kaputt. Supi. Hier ist er auch schon wieder gleich vorbei.
Ja, macht nichts. Sonst nächste Folge können wir ja, wir haben uns ja ein bisschen mit dem Hofkrams auseinandergesetzt. Im Hofladen. Machen wir hier Reparaturarbeiten. Bauen um. Kann auch mal durchgehen, ob es was gibt. Eventuell, dann schicke ich die los. Und wenn ich jetzt so mache. So, ich sage, du reparieren, ja? Du nicht reparieren, aber konfigurieren als Ballenwagen. Yep. Okay. Jetzt hast du hier irgendwas abgemacht, natürlich, ist klar. Hey. Das war 52 war das, ne? 52. Das, wie gesagt, das ist ein schönes Feld. Das gefällt mir. Das würde ich mir auch kaufen wollen. So. Ich wollte mit euch aber natürlich noch einmal rübergehen, ob es hier irgendwas gibt. Das ist Steinesammler, ne? Hm. Brauchen wir aber nicht zwingend. Das habe ich noch ausgestellt. Das habe ich noch ausgestellt. Tatsächlich gibt es ja... ich zeige euch das nochmal schnell. Und zwar... Oha, jetzt muss ich überlegen, wo das war. Gebäude. Ne, Gebäude war das nicht. War das Produktion? Ja, das Ding. Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Also da könnt ihr Sachen mit waschen. Und da fallen dann Steine auch raus. Also der trennt zum Beispiel Zuckerrüben und Kartoffeln von Stein. Das ist auch ganz cool. Das ist auch ganz cool. Ja gut, holen wir noch ein bisschen hier Panikrams einmal hoch. Schon mal. Ich weiß gar nicht, wo der nachher steht. Und dann verladen wir in der nächsten Folge den Ballenwagen. Und fahren es weg. Dann denke ich, werden wir, wenn noch ein Düngerauftrag da ist, einen Düngerauftrag oder so machen. Vielleicht sogar die Spritze rausholen. Dann können wir hier noch ein bisschen mit unserem Waldrad durch die Gegend fahren. L. Autschen. Ja. Aber jetzt hast du ja richtig Blödsinn gemacht hier. Scheiße. Kriege ich die irgendwie? Ah, mach mal so. Wird schon. Das wird schon. Ba, 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 da. Wir fahren unser... Da ist ja nicht mal unser Heu. Ich bin schon echt gespannt. Oh, da kommt er schon. Der wird bestimmt hier vorne hinfahren. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es heißt, Ballen aufladen. Jupp, da bist du. So, supi. Oder merkt das schon? Wo ist er? Da. Zeichen wieder schief, ne? Ach komm, machst du so. Machst du so, ist nicht schlimm. Der richtet sich schon gleich. Ei, nicht so schnell. Ei, ei, oh. Oh, okay. Ich werde da mal Dinge tun, Leute. Also, macht's gut. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns übermorgen. Ciao. Ach, du musst echt an deinen Fast Skills arbeiten.